Wir sind der SC, SC Potsdam. Hallo lieber Trainierender, liebe Trainierende. Ich heiße Florian und möchte mit dir gemeinsam heute ein Reha-Sportprogramm mit einem Besenstiel absolvieren. Das ist die mittlere Schwierigkeitsstufe Gelb. Wir beginnen mit einer kleinen Mobilisation unserer Gelenke und der Wirbelsäulenabschnitte. Es geht von oben nach unten los. Du nimmst den Stab senkrecht, umfasst ihn mit deinen Handflächen, schaust nach oben zum Ende des Stabs und gehst nach rechts. Der Kopf folgt nach rechts, gehst wieder nach oben. Der Kopf folgt und nach links. Noch vier. Der Kopf folgt nach links, nach oben und wieder nach rechts. Noch zwei. Und der letzte. Super. Dann den Stab mal waagerecht halten, schulterbreit mit den Handflächen auseinander. Und jetzt beginnst du den Stab nach oben zu bewegen, der Kopf folgt nach oben, der Blick, du schaust nach oben, zur Mitte, schaust nach vorne und nach unten, bildest ein leichtes Doppelkinn und schaust mit dem Blick nach unten. Zur Mitte zurück, nach oben und wieder nach unten. Noch drei Wiederholungen. Noch zwei. Und die letzte Wiederholung. Und wieder zur Mitte schauen. Dann als nächstes den Stab mal im Uhrzeigersinn um deine Hüfte kreisen. Drei, vier und die fünf. Dann wechselt ihr die Richtung. Okay, vorne angekommen, nehmt ihr den Stab, umfasst ihn wieder senkrecht. Jetzt geht es mit der Brustwirbelsäule weiter, wollen ja da auch beweglich bleiben und der Brustwirbelsäule geht nach rechts, nach links, Entschuldigung, zur Mitte zurück und nach rechts. Der Kopf bleibt vorne, ihr steht hüftschmal. Zwei. Und Stopp. Vorne wieder angekommen. Geht es weiter mit der Lendenwirbelsäule. Dazu ein bisschen weiter die Füße auseinander platzieren. Dann nehmt ihr euren Stab wieder schulterbreit geöffnet. Geht auf der Innenseite des Beins nach unten. Geht auf der Außenseite wieder nach oben. Drei, zwei und die letzte. Dann wechselt ihr die Seite. So, eine noch und oben wieder angekommen. Nehmt die Beine wieder zusammen. Dann wieder schulterbreit geöffnet. Jetzt geht ihr mit einem Fuß immer nach vorne. Macht dann gleich einen Ausfallschritt, dreht euch zur Seite, der Kopf folgt und macht den Schritt wieder zurück, damit wir auch beweglich bleiben in der Lendenwirbelsäule. Jedes Bein fünfmal.
und wieder zurück. So, dann legt ihr den Stab einmal vor euch hin. Jetzt machen wir was für die Hüfte und die Kniegelenke. Dazu steigt ihr immer über den Stab, macht einen großen Schritt, tippt mit der Fußspitze vor den Stab, zieht das Knie wieder an, beugt das Knie rechtwinklig, tippt nach hinten, hinter eurem Körper. Nach vorne, vor den Stab, nach hinten, hinter den Körper. Wer das Gleichgewicht nicht so gut halten kann, kann sich einen Stuhl zu Hilfe nehmen, hält sich dort fest. Nach vorne, nach hinten. Immer im Wechsel. So, noch einmal. Und ihr wechselt die Seite. Jetzt mit eurem anderen Bein nach vorne tippen. Das Kniegelenk beugen, die Hüfte wird gebeugt, das Bein gestreckt beim Tippen. Noch zwei. Und die letzte. Okay. Gut, der Stab kann gleich liegen bleiben. Ihr stellt den Fuß auf den Stab und bewegt den Stab nach vorne. Geht dabei auf die Ferse. Zieht die Zehenspitze hoch, bewegt den Stab nach hinten, zieht eure Ferse nach oben, nach vorne, die Zehenspitze nach hinten, die Ferse wird angehoben. Zwei. Und noch einmal. Okay. Den Fuß wechselt ihr. Wieder erst nach vorne auf die Zehenspitze, nach hinten auf die Ferse. Damit trainierst du deine Beweglichkeit im Fußgelenk. Du führst eine Extension und eine Flexion aus. Die Beugung und die Streckung. Und der letzte. Gleich geht es weiter mit Teil 2. In diesem Abschnitt möchte ich dir zeigen, wie du deine Bauch- und Rückenmuskulatur kräftigst. Wir beginnen mit den Übungen für den Bauch. Dazu nimmst du deinen Besenstiel schulterbreit, rollst dich über deine Wirbelsäule Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Hast du den Oberkörper nun abgelegt, beginnst du dann den Oberkörper Wirbel für Wirbel aufzurollen und den Stab nach oben zu schieben. Roll dich wieder ab und mach das Ganze noch einmal. Schiebe den Stab schräg nach oben in Richtung Decke dabei. Der Blick geht natürlich Richtung Stab, mit Schritt nach oben. Noch drei. Zwei. Einer. Und Pause. Locker mal ein bisschen deine Beine durch, die Waden- und Oberschenkelmuskulatur. Und wenn du soweit bist, beginnst du deine Beine zu heben. Wir gehen in die Tabletop-Position. Du hältst den Stab über deine Hüfte und streckst ein Bein von dir weg, ziehst das andere Bein zu dir ran. Und berührst den Stab dabei mit deinem Oberschenkel. Schaue dabei nach oben, dass die Halswirbelsäule in Verlängerung zur restlichen Wirbelsäule ist. Okay, das Bein noch einmal. Und absetzen. Pause.
kurz lockern, die Beine lockern, vielleicht auch mal deine Beine ausstrecken, im Wechsel verlängern, das Becken nach rechts und nach links kippen, zur Seite und dann stellst du die Beine wieder an, stellst dich richtig fest mit deinen Fersen in die Matte rein, hältst den Stab mal senkrecht, umfasst ihn mit deinen Handflächen und beginnst links und rechts den Stab neben deinen Beinen abzusetzen, nach oben, der Blick folgt dem Stab, zur Seite nach rechts, zur Mitte und wieder nach links. Wenn du in der Mitte bist, machst du eine kurze Pause, legst den Oberkörper wieder ab auf der Matte und gehst dann wieder zur Seite, nach rechts und nach links. Noch einmal zu jeder Seite, nach rechts, zur Mitte ablegen, die Schulterblätter lockern und wieder nach links. Dann kommt die nächste Übung. Als nächste Übung, es ist die letzte Übung, richtest du den Oberkörper langsam wieder auf, kommst du für Wirbel nach oben, stellst die Beine fest, die Fersen fest in die Matte rein und beginnst zu rudern. Gehst mit dem Stab, mit deinem Besenstiel links und rechts neben deinem Oberkörper vorbei. Noch 3, 2, 1 und Pause. So, lege mal deinen Stab hinter deinen Kniekehlen, greife ihn fest, mach dich mal rund, roll die Wirbelsäule runter und richte dich langsam wieder auf. Bilde mit deinem Kopf, mit deiner Halswirbelsäule ein leichtes Doppelkinn und locker mal die Wirbelsäule aus, bis du dann wieder nach oben kommst. Wir machen weiter mit der Rückenmuskulatur. Dazu habe ich mir auch 4 Übungen für dich überlegt. Begib dich in die Bauchlage. Greife den Stab wieder schulterbreit. Die Arme sind gestreckt. Die Beine können angehoben sein. Alternativ kannst du sie aber auch gesenkt lassen. Ziehe den Stab zum Brustbein heran. Beuge die Ellenbogen, Gelenke. Und schiebe den Stab wieder von Körper weg, dran, vom Körper wegschieben und ziehe den Stab wieder heran. Der Blick ist dabei auf die Matte gerichtet. Du schaust nach unten. Zwei und der letzte. Kurze Pause, bisschen durchbewegen, lockern, Beine ausschütteln, den Oberkörper auf der Matte hin und her bewegen. So, anschließend bei der nächsten Übung. Nimmst du den Stab nun, greifst ihn weiter außen an den Enden und ziehst immer ein Ende zum Körper heran, Ellenbogen sind gebeugt, das andere Ende bewegt sich in Richtung Schulter und ein Arm bleibt immer gestreckt dabei. Links und rechts im Wechsel. Noch 4, 3, 2
und der letzte. So. Die nächste Übung sieht so aus, die Arme sind weiterhin gestreckt. Du kannst jetzt die Beine wieder anheben, kannst sie aber auch gerne unten lassen. Nun hebe den Brustkorb von der Matte ab, mach dich lang, zieh den Stab in die Luft und vergiss deine Atmung nicht dabei. Wenn du hoch gehst, ausatmen, wenn du runter gehst, einatmen. Noch 3, 2, 1 und Pause. Einmal verschnaufen, lockern. Oberkörper ein bisschen lockern. Alles einmal durchbewegen. Dein Rücken auch, der hat es verdient. Das war eine sehr anstrengende Übung. Nun kommen wir zu einer weiteren. Dabei die Ellenaußen greifen und du bewegst im Wechsel das rechte Ende nach oben und das linke Ende und kannst dabei natürlich hinten auch die Beine mitnehmen. Die Beine anheben, entweder parallel oder auch diagonal, also linkes Bein. Rechter Arm, rechtes Bein, linker Arm. Dann immer wieder Pause, absetzen und die Seite wechseln. Noch 4, 3, 2, 1. Und Pause. Bisschen durchbewegen, verschnaufen. Tief ein- und ausatmen. Und dann kommen wir gleich zu Teil 3, zu der Dehnung. In dem letzten Abschnitt deines Trainings geht es um die Dehnung der Bauch- und Rückenmuskulatur. Dafür legst du dich in Bauchlage nochmal auf die Matte und bewegst die Hände neben deine Schulter, drückst dich hoch, streckst die Arme, gehst wieder runter. Das ist eine dynamische Dehnübung, um die Bauchmuskulatur aufzudehnen, Facettgelenke zu verschließen der Wirbelsäule. Runter, hoch. Wir versuchen 10 Wiederholungen. Ständig hoch. Halte die Position. Und senke den Oberkörper wieder auf die Matte ab. Schau dabei auch nach unten. Drei Wiederholungen. Noch 2. Und die letzte. Okay. Als nächstes streckst du den Oberkörper, streckst die Arme über den Kopf, machst dich ganz lang. Stellst die Beine, wir dehnen nochmal hier die Bauchmuskulatur. Drück dich kräftig mit dem Oberkörper in die Matte rein. Streck die Zehenspitzen hindurch. Mach dich lang. Dann kommst du nach hinten hoch.
gehst in den Vierfüßlerstand und aus dem Vierfüßlerstand kippst du jetzt dein Becken nach vorne und nach hinten und dann geht der Kopf auch mit, mach dich rund, geh ins Hohlkreuz, wenn du dich rund machst, geht der Kopf nach unten, gehst du ins Hohlkreuz, nimmst du den Kopf mit nach oben. Achte darauf, dass die Hände unter den Schultern sich befinden. Mach dich rund. Geh ins Hohlkreuz. Wie eine Kuh den Kuhbuckel und die Katze macht den Rundrücken. Noch 3, 2 und der letzte. Okay. Dann gehen wir in den Kniestand. Du bewegst den Arm über den Kopf, neigst den Körper seitlich und jetzt kannst du den anderen Arm nehmen, ihn vor den Oberkörper in die andere Richtung neigen und dehnst so deine seitliche Rumpfmuskulatur auf. Halte dich zur anderen Seite. Noch 2. Noch 1. Pause. Locke mal den Oberkörper aus, locke die Schultern, kreise sie rückwärts. So, dann setzen wir uns hin, streckst das Bein, stellst den Fuß über das Bein ab, den linken Fuß über das Bein und dann nimmst du den linken Arm, drückst ihn hier gegen, stellst den anderen Arm ab, den rechten, und schaust über deine rechte Schulter nach hinten. Dehnung der seitlichen Bauchmuskulatur, hier auch nochmal der seitlichen Rumpfmuskulatur. Die Position kurz halten. Und wir wechseln die Seite. Beuge dafür diesmal den rechten Arm, ja. Drücke ihn gegen das rechte Bein. Überschlage das rechte Bein über das ausgestreckte linke Bein, schau über die linke Schulter nach hinten und halte die Position. Und löse die Spannung. Einmal ein bisschen lockern die Beine, ausschütteln. Dann kommen wir noch zur letzten Dehnübung. Dazu legst du dich ab. Rollst dich runter auf die Matte, winkelst ein Bein an, in dem Fall nehme ich das rechte als erstes und beugst es rechtwinklig im Kniegelenk, überschlägst es über das linke Bein, hältst die Spannung. Beide Schultern haben Kontakt mit dem Boden. Langsam ablegen, strecken das Bein, das linke Bein wird gebeugt, rechtwinklig überschlagen, Schultern haben Kontakt mit der Matte und du spürst hier die Dehnung in der Gesäßmuskulatur. Atme tief aus und wieder ein,
Lasse die Atmung fließen. Entspann dich. Okay, löse die Spannung langsam auf und lehne das Bein wieder ab. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben, stell zunächst erstmal die Beine dafür auf, roll dich hoch und richte dich rückengerecht langsam wieder auf. Abstützen auf den Oberschenkel, bis du stehst. Dann wollen wir uns noch ein bisschen wieder lockern. Wir ziehen uns mal lang, schieben uns nach oben, gehen auf die Zehenspitzen mit, als ob du einen Apfel vom Baum pflücken möchtest. Greifst du im Wechsel nach oben, geh langsam nach vorne. Und nach unten, roll dich runter, Wirbel für Wirbel, mach dich rund. Greife von unten etwas aus dem Obstkorb, zur Seite greifen, von links und wieder nach vorne. Geh zur anderen Seite, nach rechts, greife etwas aus deinem Obstkorb. Und danach richtest du dich langsam wieder nach oben auf, schaust nach vorne und lockerst nochmal deine Beine aus, denn die haben heute auch viel sich bewegt. Die haben sich auch heute gekräftigt. Gut, sehr schön, das war's schon für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!